So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Book of Unwritten Tales. Hey, du Troll! Du bist dumm wie ein... naja, ein Troll. Was tust Alles du? schön und gut. Sogar für Aber einen wenn er über Troll die bist du Leine dumm. stolpern soll, muss ich auch Du das solltest ihr andere nicht. Ende irgendwo Wenn in deiner festknoten. Keule Holzwürmer Und sind, ist die momentan damit sehe ich da klüger keine als du. Möglichkeit. Er meint es nicht so. Stimmt's, Wilbur? Verstehst du eigentlich, was ich sage? Oder sollte ich lieber grunzen? Ich kann, wenn ich meine Stimmt Deckung. es eigentlich, dass Trolle kein Kurzzeitgedächtnis haben? Alles schön und gut. Aber wenn er über die Leine stolpern soll, muss ich auch Mal das was andere anderes. Ende irgendwo Stimmt es festknoten. eigentlich, dass Trolle kein Und momentan sehe ich da Kurzzeitgedächtnis keine haben? Möglichkeit. Lass das. Wenn er zuschlägt, könnte er auch mich treffen. Ach was, er darf uns nichts tun. Der Dicke hat es ihm verboten. Meinst du, dass er sich daran noch erinnert? Oh. Gib Wilbur unten Nate ein Zeichen. Hey, du Troll! Okay. Du bist dumm wie Ich ein... kann hier nicht weg. Naja, ein Troll. Was tust du? Sie sucht was anderes zum Festbinden? Ja, komm, schwing rüber. Die Metallstange eventuell. Die könnten wir irgendwo verkeilen. Und die lag hier. Oder er hat da irgendwas reingeworfen. Stimmt, was hat er eigentlich da reingeworfen? Was hat Munkus hier vorhin reingelegt? Ein Spiegel? Den nehme ich mit. Der Handspiegel, den Munkus geopfert hat. Der Handspiegel, den... Okay. Damit müssen wir jetzt irgendwas tun können. Weil jetzt haben wir hier nur noch... Dachte die Tür? Ich habe die Tür verkeilt. Sie wird Munkus hoffentlich aufhalten, bis wir hier samt Artefakt verschwunden sind. Dann haben wir die Halterung. Auch wenn ich die Kristalle hier einsetze, könnte Nate... Und damit schickt sie uns weg. Schau mal. Zeit zu verschwinden. Das hat ihn wütend gemacht. Ich weiß allerdings nicht, ob das eine gute Sache ist. Doch. Mit dem Ding will ich keine Bekanntschaft machen. Hey, du Troll! Der Troll würde mich sehen. Du bist dumm wie ein... naja, ein Troll. Was tust du? Sogar für einen Troll bist du dumm. Du solltest sie nicht. Wenn in deiner Keule Holzwürmer sind, ist sie damit klüger als du. Er meint es nicht so. Stimmt's, Wilbur? Okay. Hey, schau mal. Das war großartig! Los, befreie uns und dann nichts wie weg hier! Wir können doch nicht weg, wir müssen doch das... den Schatz holen. Kein Schatz ist das wert. Weißt du nicht, wer der kleine Dicke ist und wer seine Mutter ist? Das weiß ich und ich habe ihn ausgeschaltet. Du hast was? Mach das Schiff abflugbereit. Wilbur und ich holen den Schatz und sind gleich wieder da.
Ich werde das Schiff abflugbereit machen. Und sobald es das ist, werde ich abfliegen. Mit oder ohne euch. Aber Captain Nate... Sie wissen so gut wie ich, dass Sie sich nicht einfach unter den nächsten Stein verkriechen können. Ich habe Motrogas Sohn ausgeschaltet und Sie waren dabei. Ich bin erledigt. Nur der Erzmagier kann dich schützen und der will den Schatz. Also warte hier. Sehr schön. Also los. Fast ein bisschen unheimlich. Na los. Gehen wir weiter und holen uns den Schatz. Was glaubst du, was für ein Monster die Statue darstellt? Ich glaube kaum, dass das relevant ist. Vielleicht doch. Du? Ivo? Hm? Es ist dunkel. Ich kann nicht so gut mit Dunkelheit. Dann solltest du für Licht sorgen. Ich kann gerade nicht. Mhm, okay. Stocher dort herum. Versuch dein Glück dort, versuch es doch dort. Ah, herrlich. Untersuche das Nichts. Ja, eine vertrocknete Leiche. Ihre Haut ist wie Papier und... Es ist ein Karton. Hab ihn. Das ist auf jeden Fall ein guter Grund zum Speichern. Überschreiben wir den Tempel. Ja, weich und warm. Wie ein mit Fett gefüllter Sack. Ich bin das. Warum bist du so weich? Du hast doch kaum Fett auf den Rippen. Das sind nicht meine Rippen. Oh. Würdest du jetzt bitte deine Hände wieder wegnehmen? Entschuldigung. Das ist Ivo. Und es gibt keinen Grund, sie wieder anzugrabbeln. Doch. Das ist Ivo. Und es gibt keinen Grund, sie wieder anzugrabbeln. Etwas Kaltes. Aus Metall, glaube ich. Wie eine Kugel mit runden Erhebungen. Einige Stellen an diesem Ding sind aus Glas, wie es scheint. Es ist ziemlich schwer, aber es ist hohl. Auf einer Seite befindet sich eine Öffnung. Es ist also eine Art Gefäß. Laterne, wollte ich gerade sagen. Eine Art Gefäß aus Metall und Glas. Es ist leer. Hm. Im Karton sind kleine Schachteln. Und in den Schachteln sind trockene, eckige Dinger. Fühlt sich etwa an wie getrocknetes, zu Würfeln gepresstes Gras. Etwas Hartes, Hölzernes. Vielleicht sind es Knochen. Lebendige Skelette, die... Vielleicht ist es einfach nur Holz. Oder das. Hier ist irgendetwas Flüssiges. Ich würde ja gern sagen, es ist Wasser, aber es stinkt fürchterlich. Das ist ein Ding. Etwas Metallisches. Hier ist eine Art rauer, dicker Stoff. Und Gummi. Keine Ahnung, was das ist. Ich würde schätzen, wir müssen, weil hier ein Leuchtquallensymbol drauf ist, das Gefäß, den Taucherhelm oder die Lampe, mit einer Leuchtquelle füllen und sie füttern. Das Ding ist zu groß und schwer, um es zu bewegen. Und es scheint keine losen Einzelteile zu geben.
Ah, Geister oder so etwas Ähnliches. Oder irgendein Stoff. Vielleicht ein Umhang? Hilft mir zumindest nicht weiter. Ein Glitzern und Leuchten. Aber es ist weit weg und ich habe keine Ahnung, was zwischen mir und dem Glitzern ist. Es könnte ein Abgrund sein. Oder ein Irrgarten. Das Ding ist nur ein paar Meter weg. Vielleicht ist es ein ganz kleiner Irrgarten. Sorg einfach für Licht. Das ist irgendeine stinkende Flüssigkeit. Riecht scharf und ätzend. Und du hast sie dir gerade in die Tasche gesteckt. Das ist irgendeine Betaste Ivo. Das ist Ivo. Und es gibt keinen Grund, sie wieder anzugrabbeln. Ich finde sein Tonfall dabei so gut. Es riecht ein wenig wie in Seefeld. Nach Meer. Ozean. Das kommt mir bekannt vor. Jetzt weiß ich es. Es sind Trockenquallen. Leuchtquallen werden getrocknet in kleinen Kartons angeliefert. Hast du gerade die Qualle angeleckt? Nein. Woher weißt du, wie Quallen schmecken? Das ist meine Sache. Getrocknete Instant-Leuchtquallen. Das sind getrocknete Instant-Leuchtquallen. Man muss sie in einen Behälter mit Wasser tun. Dann können sie jahrelang leuchten, wenn man sie gut pflegt. Ich sollte erst eine Flüssigkeit in das Gefäß füllen. Eine Flüssigkeit. Ich habe das Gefäß mit stinkender Brühe gefüllt. Im Gefäß befinden sich einige Liter dieser ekelhaften Brühe. Die armen Tiere. Ich stelle das Gefäß hier ab und lege eine Qualle hinein. Du, Ivo? Ja? Ich glaube, das war kein Gang. Was du nicht sagst. Saubere Arbeit. Ich finde, wir sollten schleunigst hier raus. Nicht ohne das da geholt zu haben. Kiste. Du meinst... Allerdings, das Artefakt des Schicksals. Es wird nicht nur vom Monster bewacht, es ist im Monster. Holen wir es. Warum hast du dich an diesem Zäpfchen festgehalten? Ich bin froh, dass sie mich jetzt helfen lässt. Am besten spreche ich sie nicht an, sonst überlegt sie es sich vielleicht. Ein hübscher Koffer, gefüllt mit allerlei teuren Kleidern. Spitzen, Seide, lange Unterhosen. Nur das Beste. Die Sachen passen mir nicht. Eigentlich schade. Unter meiner Zauberrobe weht manchmal ein ganz schön kühles Lüftchen. Du hast nichts unter deiner Zauberrobe an? Vielleicht könnte ich das Fass als Boot benutzen. Aber dafür fehlt mir ein Paddel. Ich kann ja schlecht mit den Händen rudern. Warum nicht? Die Qualle sieht alles andere als glücklich aus. Kein Wunder. Magensäure ist nicht der bevorzugte Lebensraum für Leuchtquallen. Ich kenne diese Dinger. Damit kann man unter Wasser atmen. Opa hat mit so etwas Bomben an Rümpfen orkischer Galeeren befestigt. Leider gingen die Zündschnüre immer aus. Surprise. Dafür nimmt man ja auch Alternativzünder. Das ist irgendeine ätzende Säure. Ich weiß nicht, wie tief der See ist und ich will es auch gar nicht wissen. Durchwarten kann man zumindest nicht. Hat Ivo irgendwas? Was war das denn jetzt? Ich bin froh, dass sie mich jetzt helfen lässt. Ein Koffer mit Menschenkleidung. So fein für Abenteurer. Vielleicht ist ein Handelsschiff auf die Felsen vor der Insel gelaufen und er gehörte einem Passagier.
Ich würde so etwas nie anziehen. Nee, du wirst mit deiner Bodypainting-Rüstung zufrieden, oder wie? Menschen sind berühmt für ihre alberne Kleidung. Aber das ist einfach nur lächerlich. Ich kann nichts erkennen, was uns weiterhelfen würde. Ich schon. Magensäure. Eine ganze Menge. Sie kann einen Menschen in Minuten auflösen. Und dem Geruch nach zu urteilen, ist das schon einige Male vorgekommen. Wir Elfen benutzen in Kristallfiolen eingefangenes Mondlicht zur Beleuchtung. Aber in dieser Situation tut es wohl auch so eine Qualle. Das ist auch eine Lösung. Das wäre das. Super, jetzt ich. Ich denke, wir lassen uns für dich etwas anderes einfallen. Brett? Das kann man als Paddel nehmen. Ein Holzbrett. Es ist ungefähr 1 Meter lang und läuft nach oben spitz zu. Das kommt gut. Das ist etwas Gnomisches. Das heißt, es ist gefährlich und wird höchstwahrscheinlich keinerlei sinnvolle Funktion haben. Das ist richtig. Ich fasse nichts an, was von einem Gnom gebaut wurde. Ich fasse nichts an. Fraglich. Ich habe so etwas schon einmal gesehen. Es ist eine Art Musikinstrument. Die wilden Menschen in den Bergen benutzen so etwas. Man könnte jetzt sagen, ein Gruß an die Schweizer. Kein Interesse. Es stinkt ekelerregend aus dem Loch. Scheint mir eine Art Abfluss zu sein. Die Truhe scheint diese Öffnung in der Wand zu verstopfen. Vielleicht ist sie angesaugt worden. Ich bekomme sie nicht raus. Sie hat sich festgesogen. Und wo geht's da unten weiter? Ich meine, ich kann nicht beide gleichzeitig hier drüben haben. Als ob. Keine Chance. Nicht mit mir. Nichts, aber auch gar nichts in dieser Welt wird mich dazu bringen, in dieses Loch hinabzusteigen. Also, das will sie nicht, das nimmt sie nicht, das kann sie nicht. Müsste das Fass nicht eigentlich mit der Zeit volllaufen, wenn du das so machst? Hier, nimm. Danke. Keine Zeit für einen Plausch. Dann tauscht mal einfach die Rollen. Für Ivo ist jetzt zwar nicht mehr genug Platz im Fass, aber ich sollte trockenen Fußes ans andere Ufer kommen. Sieht aus wie eine gigantische Tröte. Vielleicht haben die Riesen sie gemacht. Es scheint keinen Einfluss auf die Umgebung zu haben. Papa hat Mama so ein Ding geschenkt. Man legt Schiefertafeln auf diesen runden Teller und setzt dann vorsichtig die Nadel auf die Scheibe. Man hört dann, wie eine Nadel über eine Schiefertafel kratzt. Ein fürchterliches Geräusch, das von dem Rohr da noch verstärkt wird. Das Ding ist mir zu unhandlich. Ich nehme nur den Lautkratzer mit. Lautkratzer. Toll. Der Ausgang hat sich fast nicht vergrößert. Das stinkt wie... Naja,
Nicht gut halt. Scheint immer noch keinen Effekt zu haben. Das ist zu hoch für mich. Das ist zu hoch für mich. Ein wirklich schönes Stück Technik. Natürlich wurde es in der Gnomengemeinschaft begeistert aufgenommen. Schließlich macht es Krach. Aber ich würde mir wünschen, dass es auch mal andere Töne von sich gibt. Ja. Gut, bevor wir Wilbo jetzt versuchen, da runter zu schicken oder völlig verzweifelt in diesem Krebsmagen rumhängen, würde ich mal sagen, ich mache einen Cut. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß noch. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bis dann. Tschüss.